So, hallihallo ihr Lieben, wir sind hier in Maraudon. Wir machen mal kurz Reload UI, weil wir des Öfteren so einen komischen Backnon-Fehler haben. Wir sind hier im orangenen Eingang gelandet, so nannte man das damals. Orangener Eingang bedeutet, gibt drei Eingänge in Maraudon. Ist eine Instanz in Desolays. Und hier mittlerweile in WoW Dragonfly 10.0.5, wo wir uns gerade befinden, ist diese Instanz so aufgeteilt. Wo sind die denn schon? Sie sind dann so aufgeteilt, dass es hier auch drei Varianten gibt. Einmal die türkische Grotte, Fälle des Indianen Wassers und dann entsprechend noch die Faulsporenhöhle. Und wir sind in den Faulsporenhöhlen. Bei den Blobsels hier, da durfte man nicht im Nahkampf ran, also nicht dran stehen. Wenn die dann Schaden an einem gemacht haben, ist da äußerst viel Schaden rankommen. Dieser Kahn, der hier langläuft, diese Kahn, die sind entsprechend dafür da gewesen, für eine Questreihe, um diese abzuschließen. Ich weiß gar nicht, ob sie für die Questreihe für das Zepter da waren oder nicht, weil das Zepter musste man ja auch in Maraudon entsprechend über Quests zusammenbasteln und damit konnte man dann ein Portal machen, das sogenannte Maraudon Portal, wo man relativ schnell zu dem Endboss gekommen ist. Diesen hat man damals sehr gerne gefarmt. Der hat einen Epic gedroppt, welches für Schwertträger, soweit ich weiß, relativ ansprechend war. So, da hinten ist der erste Boss, der Noxion. Der Noxion, den hat man damals gefarmt für Naturresi, für AQ 40. Ich weiß nicht, ob da immer noch sein Item. Sehen wir jetzt hier nicht. An die Resis haben sie auch irgendwann rausgenommen. Genau, aber man hat ihn auf jeden Fall gefarmt für Naturresi. Der Noxion, soweit mir bekannt ist, teilt er sich in Bruten nochmal auf, ab einer bestimmten Prozentzahl. Ah, jetzt da. Dann muss man sie wegmachen, genau, und dann kann man den Noxion weiter bekämpfen. Gift ist hier relativ schlecht, da er immun war. Also Schurkengifte hatten dann keinen Effekt gegen ihn.
das da wieder in seinem Brut Modus gewesen. Damit haben wir ihn weg. Dann kommt jetzt noch gleich der Schlingenwurzler, der ist aber auch recht angenehm zu besiegen gewesen. Das Schöne ist, dass der auch relativ nah war und dadurch, sobald man beim Noxion war, relativ schnell diese Instanzenseite abschließen konnte. Da hinten steht er schon. So, ja, das war er. Und damit ist diese Seite auch erledigt. Und damit bleibt mir eigentlich zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne Like und Abo da. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal. Ist verlinkt hier im YouTube-Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.